Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die ich, wenn ich ehrlich bin, für die beunruhigendste in der gesamten Bibel halte und die durchaus als ungeeignet für Minderjährige angesehen werden könnte. Bevor Sie sich dieses Video ansehen, möchte ich sicherstellen, dass Sie wissen, dass dieses Video nicht für alle Altersgruppen geeignet ist und möglicherweise ein Trauma aus Ihrer Vergangenheit auslöst. Die Geschichte, auf die ich mich beziehe, findet sich in den Kapiteln 19 bis 20 des Buches der Richter. Viele kennen Kapitel 19, ignorieren aber den Rest der Geschichte. Ich bin davon überzeugt, dass sowohl Sie als auch ich aus einer so wirkungsvollen Erzählung einige entscheidende Lehren ziehen können. Erlauben Sie mir zunächst, die Geschichte zu erzählen und lassen Sie uns dann die Lektionen untersuchen, die ich für wesentlich halte. Begleiten Sie mich in Richter, Kapitel 19, Vers 1. Als es in Israel noch keinen König gab, lebte ein Levit in einem abgelegenen Teil der Berge von Ephraim. Er gewann eine Frau aus Bethlehem in Juda als seine Gefährtin oder Ehefrau, wie auch immer er sie nennen möchte. Sie wohnte im Süden, in Bethlehem, war jedoch untreu und verließ ihn und kehrte zum Haus ihres Vaters in Bethlehem in Juda zurück, wo sie 4 Monate blieb. Sie kehrte in den Schutz ihres väterlichen Zuhauses zurück. Und so geht die Saga weiter. Der Levit, entschlossen, seine Frau zurückzugewinnen, unternimmt die Reise vom Norden, von den Bergen Ephraims, nach Süden, in Bethlehem, entschlossen, sie zurückzugewinnen und das zerbrochene Band wiederherzustellen. Als er dort ankommt, ist ihr Vater überaus gastfreundlich. Mehrmals besteht der Mann darauf: Ich muss gehen, gib mir meine Frau, damit wir nach Hause zurückkehren können. Sein Vater überredet ihn jedoch hartnäckig, noch eine Nacht zu bleiben. Der Mann gibt nach: Okay, wir bleiben noch eine Nacht. Dieser Zyklus wiederholt sich mehrere Tage lang, bis der Mann schließlich höflich erklärt: Ich schätze Ihre Großzügigkeit, aber ich muss gehen. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Dann macht er sich endlich auf den Weg nach Hause. Und hier spielt sich die Tragödie ab. Als sie mit seiner Konkubine von Bethlehem im Süden Israels nach Norden nach Ephraim reisen, nähern sie sich Jebus, Jerusalem. Und der Diener schlägt vor: Lasst uns hier die Nacht verbringen, mein Herr. Der Meister antwortet jedoch: Wir werden nicht in einer fremden Stadt bleiben, in der es keine Israeliten gibt. Wir werden weiter nach Gibea oder Rama reisen. Sie marschieren also weiter und nähern sich in der Abenddämmerung Gibea in Benjamin. Zu ihrer Überraschung werden sie in keinem Zuhause willkommen geheißen. Gastfreundschaft war eine geschätzte Praxis in der israelitischen Kultur. Am Ende der Nacht erschien ein älterer Mann auf dem Platz und fragte: Warum bist du noch hier? Hat dich niemand in sein Haus aufgenommen? Sie antworteten: Nein, niemand hat uns empfangen. Der ältere Mann bot dann an: Nun, Sie können heute Nacht bei mir bleiben. Der Levit antwortete: Das ist in Ordnung. Ich möchte nur klarstellen, dass wir nichts anderes brauchen als einen Ort, an dem wir unsere Köpfe ausruhen können. Wir haben genug Futter für uns und unsere Esel. Wenn Sie uns ein Kissen leihen können, das wird reichen. Der ältere Mann stimmte zu: Kein Problem, ihr könnt bei mir bleiben. Es ist okay. So übernachteten der Levit, sein Diener und seine Nebenfrau im Haus des Mannes in Gibea. Doch während sie sich ausruhten, umstellten böse Männer aus der Stadt das Haus und klopften an die Tür. Die bösen Männer der Stadt Gibea umstellten das Haus des alten Mannes und forderten: Bringt den Mann, der in eurem Haus wohnt, her, damit wir Beziehungen zu ihm haben können. An diesem Punkt nimmt die Geschichte eine düstere Wendung. Der Hausbesitzer war entsetzt über den Vorschlag und sagte: Bitte begehen Sie nicht diese schreckliche Gräueltat. Dieser Mann ist zu meinem Haus gekommen. Tun Sie hier nicht diese schreckliche Sache. Erlauben Sie mir stattdessen, meine jungfräuliche Tochter und Konkubine anzubieten. Dieser Mann: Machen Sie mit ihnen, was Sie wollen, aber begehen Sie nicht diese Empörung gegen diesen Mann. Lassen Sie uns das Problem auf andere Weise lösen. Die Männer hörten jedoch nicht zu und packten stattdessen die Konkubine des Mannes und zerrten sie nach draußen. Sie wurde die ganze Nacht bis zum Morgengrauen von ihnen vergewaltigt und misshandelt. Im Morgengrauen ließen die Männer die Konkubine schließlich los. Und hier ist der beunruhigende Teil der Geschichte.
Stellen Sie sich eine junge Frau vor, die so misshandelt und traumatisiert ist, dass sie kaum stehen kann. Bei Tageslicht kehrt sie zurück und bricht an der Tür des Hauses zusammen, in dem ihr Herr wohnte. Sie ist so erschöpft, so verletzt und so misshandelt nach der schrecklichen Nacht mit diesen Männern, dass sie kaum die Kraft hat, zum Haus zurückzukehren und einfach auf der Veranda zusammenbricht und nicht mehr aufstehen kann. Als ihr Herr dann morgens aufsteht und die Reise fortsetzt, bietet sich ihm die traurige Szene. Seine Konkubine liegt in der Nähe der Haustür, ihre Hände auf der Schwelle. Er ruft ihr zu und sagt: "Steh auf, lass uns gehen." Aber es gibt keine Antwort. Die Frau wurde so brutal misshandelt, dass sie bereits tot war. Es stimmt, die Geschichte geht traurig und schrecklich weiter. Als der Mann nach Hause zurückkehrte, nahm er ein Messer und schnitt mit gebrochenem Herzen seine Konkubine in 12 Stücke, Glied für Glied. Dann schickte er diese Stücke durch das gesamte Gebiet Israels. Als die Menschen diese schockierende Szene sahen, waren sie verblüfft. Denn seit den Tagen, als die Israeliten Ägypten verließen, hatten sie noch nie eine solche Grausamkeit erlebt. Diese schreckliche Tat veranlasste alle, tief über den moralischen Zustand ihrer Nation nachzudenken. Jedem Körperteil der Konkubine lag ein Brief bei, der ihr schreckliches Schicksal erläuterte und an jeden der 12 Stämme Israels geschickt wurde. Als die Stämme von dieser Gräueltat lasen, waren sie erstaunt. Auch der Stamm Benjamin, einer der 12 Stämme Israels, wurde mit dieser schrecklichen Offenbarung konfrontiert. Diese Geschichte ist nur der Anfang einer Reihe beunruhigender Ereignisse, die in den Kapiteln 20 und 21 detailliert beschrieben werden. Lassen Sie uns über einige Lehren nachdenken, die wir aus dieser Geschichte ziehen können. In der ersten Lektion geht es um Verantwortung in unserem Leben. Wenn wir keinen Anführer haben, der uns führt, wenn wir nicht den Druck verspüren, Verantwortung zu übernehmen, ist es einfacher, vom richtigen Weg abzuweichen. Wie wir in Richter Kapitel 19, Vers 1 gesehen haben, in jenen Tagen, als es keinen König in Israel gab. Wenn wir nicht das Bedürfnis verspüren, für unsere Entscheidungen und Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden, neigen wir dazu, egoistisch zu handeln und das zu glauben. Wir können Entscheidungen ohne Konsequenzen treffen, ohne Verantwortung gegenüber irgendjemandem außer uns selbst. Genau das geschah in Israel. Obwohl es ein Gesetz gab, wurde es nicht durchgesetzt und die Menschen taten so, als stünden sie darüber. Infolgedessen begingen sie schreckliche Taten, die sie sich nie hätten vorstellen können. Die Lektion, die wir lernen müssen, ist, wie wichtig es ist, jeden Menschen als Abbild Gottes zu behandeln. In diesem Bericht sehen wir einen Mann, der, obwohl er den Ernst der Lage erkannte, seine eigene Tochter und die Konkubine eines anderen Mannes anbot, um einen Fremden zu beschützen. Seiner Meinung nach waren das Leben und die Würde dieses Fremden wertvoller als das seiner eigenen Familie. Dies erinnert uns daran, wie wichtig es ist, die Menschlichkeit jedes Einzelnen zu schätzen und zu respektieren, unabhängig davon, wer er ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass wir in unserem Leben die richtigen Entscheidungen treffen, insbesondere wenn es um unsere Online-Aktivitäten geht. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, keine unangemessenen Inhalte im Internet mehr anzusehen, ist es wichtig, daran zu denken, jede Person auf dem Bildschirm als Bildträger Gottes zu sehen. Stellen Sie sich vor, Ihre eigene Tochter wäre an den Aktivitäten beteiligt, deren Zeuge Sie werden. Es würde sicherlich Ihre Perspektive verändern. Darüber hinaus ist es wichtig zu erkennen, dass wir umso anfälliger dafür sind, Taten zu begehen, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie tun würden, je weiter wir uns von Gott entfernen. Das Buch der Richter zeigt uns deutlich, wie sich eine ganze Nation nach und nach von Gott abwandte. Die in den Kapiteln 19 bis 21 beschriebenen Ereignisse stellen den Höhepunkt dieser Trennung dar und zeigen, wie weit sich die Nation von Gott entfernt hat. In dieser Hinsicht unterscheiden wir uns nicht von den Israeliten. Wenn wir keine enge Verbindung zu Gott aufrechterhalten, wenn wir von ihm abweichen, werden wir feststellen, dass wir Dinge tun, die einst undenkbar schienen.
Es ist leicht zu denken, ich würde mich nie scheiden lassen. Ich würde nie eine Affäre haben. Ich würde nie illegale Substanzen konsumieren oder was auch immer. Aber ohne eine feste Verbindung zu Gott sind wir verletzlicher, als wir denken. Daher ist es wichtig, diese spirituelle Verbindung mit Gott in unserem Leben zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Tatsächlich endet die Geschichte nicht in Kapitel 19, sondern wird in Kapitel 20 mit einem schrecklichen Bürgerkrieg zwischen den 11 Stämmen Israels und dem Stamm Benjamin fortgesetzt. Dieser Krieg wurde durch die schreckliche Tat des Stammes Benjamin gegen einen seiner eigenen israelitischen Brüder ausgelöst. Ich lade Sie ein, die Einzelheiten in den Kapiteln 20 und 21 zu erkunden, aber zusammenfassend lässt sich sagen, dass es einen intensiven Kampf gab, bei dem auf beiden Seiten Tausende von Menschenleben verloren gingen. Am Ende der Schlacht waren nur noch 600 Männer vom Stamm Benjamin übrig. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die anderen 11 Stämme Mitleid mit dem Stamm Benjamin zu haben, weil sie befürchten, dass er aussterben könnte, weil es keine Frauen aus dem Stamm Benjamin gibt, die heiraten und sich fortpflanzen könnten. Dies schafft ein neues Problem, da sie nun über das Aussterben eines der 12 Stämme Israels besorgt sind. Die vierte Lektion, die wir aus dieser Geschichte ziehen können, ist, dass jede schlechte Entscheidung, die wir treffen, Konsequenzen hat, die wir nicht vermeiden können. Obwohl der Stamm Benjamin eine falsche Tat beging, beschlossen die anderen 11 Stämme, sich zu rächen, was ebenfalls schwerwiegende Folgen hatte. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat ihren Preis. Und oft können wir uns nicht über die Konsequenzen entscheiden, die sie mit sich bringt. Nach der Schlacht stellten die Israeliten beispielsweise fest, dass es 400 Frauen aus dem Clan von Jabesh-Gilead gab, die noch nie mit einem Mann zusammen gewesen waren. Sie beschlossen, diese Frauen den verbleibenden 400 Männern des Stammes Benjamin zu geben, damit sie sich fortpflanzen konnten. Dies führte jedoch dazu, dass 200 Männer Benjamins keine Frauen mehr hatten. Dann standen die Israeliten vor einem weiteren Dilemma. Sie hatten einen Eid geschworen, ihre Töchter nicht den Männern von Benjamin zur Frau zu geben. Sie hatten jedoch nicht damit gerechnet, dass die Frauen gewaltsam entführt werden könnten. Diese Situation zeigt, dass eine schlechte Entscheidung oft die nächste nach sich zieht und einen Kreislauf unvorhergesehener Folgen schafft. Angesichts der Notlage von 200 Männern aus dem Stamm Benjamin ohne Frauen trafen die Israeliten eine weitere schlechte Entscheidung. Während eines Festivals, bei dem einige ihrer Töchter tanzen und Spaß haben sollten, entwickelten sie einen trügerischen Plan. Sie beauftragten die Männer Benjamins, diese Frauen während des Festes zu entführen. Obwohl die Israeliten ihren Eid, ihre Töchter nicht den Männern Benjamins zur Frau zu geben, nicht brechen konnten, waren sie der Ansicht, dass es nicht gegen den Eid verstoßen würde, wenn die Frauen entführt würden. Während des Festes entführten die 200 Männer Benjamins diese Frauen, während sie tanzten und nahmen sie als Frauen zurück. Diese Geschichte mag unglaublich erscheinen, aber sie zeigt deutlich, wie eine schlechte Entscheidung oft eine andere nach sich zieht und einen Kreislauf negativer Konsequenzen schafft. Wenn man diese Geschichte noch einmal betrachtet, wird deutlich, wie viele Menschen durch schlechte Entscheidungen negativ beeinflusst wurden. Obwohl einige von Benjamins Männern möglicherweise die Konsequenzen ihrer Taten verdient hätten, hatten die meisten Menschen aus Benjamins Stamm nichts mit den Fehlern zu tun, die sie begangen hatten, und viele von ihnen verloren im Kampf ihr Leben. Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Entscheidungen und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, sorgfältig abzuwägen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere um uns herum. Ja, es ist wahr, dass auch die Menschen in Jabesh-Gilead Verluste erlitten und die Frauen aus ihren Ländern vertrieben und den Männern von Benjamin übergeben wurden. Diese Frauen wurden dann entführt und von ihren Familien getrennt. All dies resultierte aus schlechten Entscheidungen. Aber hier ist die fünfte und letzte Lektion, die ich heute vermitteln möchte. Gott hat Gnade für uns, selbst inmitten unserer destruktivsten Entscheidungen.
Am Ende des Buches der Richter sehen wir, dass Gott den Menschen in Benjamin trotz der Folgen falscher Entscheidungen immer noch Gnade erweist. Sie bauten ihre Städte wieder auf und kehrten zu ihren Erbschaften zurück. Jeder Israelit kehrte auch zu seinem eigenen Stamm und seiner eigenen Familie zurück. Der letzte Vers des Buches der Richter. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was ihm richtig erschien, fasst die gesamte Erzählung zusammen. Obwohl Gott gnädig war und dem Stamm Benjamin erlaubte, sich wieder aufzubauen und nicht auszusterben, hatten seine Entscheidungen dennoch Konsequenzen. Die letzte Botschaft, die ich vermitteln möchte, ist, dass jede Entscheidung, die wir treffen, Konsequenzen hat, die oft unvorhersehbar und unkontrollierbar sind. Daher ist es wichtig, über unsere Entscheidungen nachzudenken und ihre Auswirkungen zu berücksichtigen. Mögen wir aus diesen Lektionen lernen und bei all unseren Entscheidungen Gottes Führung suchen. Lass uns beten, lieber Gott. Heute versammeln wir uns vor dir mit Herzen voller Dankbarkeit und Demut. Wir erkennen ihre ständige Präsenz in unserem Leben an und danken ihnen für all die Segnungen, die sie uns geschenkt haben. Zunächst danken wir ihnen für das kostbare Geschenk des Lebens. Jeder neue Tag ist ein Geschenk, das wir von deinen liebevollen Händen erhalten. Und wir preisen dich für die Gelegenheit, in deiner Gnade zu leben, zu lieben und zu wachsen. Wir sind auch dankbar für unsere Familie, den Grundstein unserer Unterstützung und Liebe. Segne jedes Mitglied unserer Familie mit Gesundheit, Glück und Einigkeit und hilf uns, Bande der Liebe und des Verständnisses zu pflegen, die für immer Bestand haben. Herr, wir danken dir für die Freunde, die uns umgeben, die unsere Freuden teilen, uns in schwierigen Zeiten trösten und uns auf unserem Weg unterstützen. Mögen wir treue und hingebungsvolle Freunde sein, die jederzeit bereit sind, uns freundlich und mitfühlend zur Seite zu stehen. Und vor allem danken wir für unsere Kinder, die wertvollsten Schätze, die sie uns anvertraut haben. Hilf uns, weise und liebevolle Eltern zu sein, die sie mit Liebe, Geduld und Weisheit führen, damit sie auf deinem Weg wachsen und gedeihen können. Barmherziger Gott, wir nehmen deinen Segen dankbar an und bitten dich, uns weiterhin jederzeit zu führen und zu beschützen. Mögen wir unser Leben im Dienst für dich und andere leben und dein Licht und deine Liebe mit der Welt um uns herum teilen. In deinem mächtigen Namen beten wir. Amen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten.